war das doch vergiftet. Es gibt einen Weg, das herauszufinden. Wir werden jetzt in die Karpfenhöhle zurückgehen. Ich sehe ihn hier auf jeden Fall nicht. Leichter Geldbeutel. Ne, der Karpfen ist echt verschwunden. Aber kann doch nicht komplett verschwunden sein. Der muss doch irgendwo zu finden sein, oder nicht? Oh, sehr schön. Und den nächsten. Huh. Ja, ich finde es irgendwie ein bisschen merkwürdig. Wie gesagt, der ist komplett verschwunden. Ich sehe jetzt auch nirgendwo einen Leichnam oder sowas. Deswegen würde ich schon davon ausgehen, dass der wirklich tot ist. Na, ich habe eine Idee. Wir könnten nochmal zu dem anderen Fischkopf gehen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass er verschwindet, weil das ist auch doof. Wir haben das Maskenteil noch nicht gekauft von dem. Das wäre jetzt äußerst blöd. Immer diese fischigen Probleme. Warum muss es immer solche Probleme geben? Vielleicht kann mir der andere eine Auskunft geben. Der ist tot. Die sind jetzt beide tot und ich hab's mir voll versaut. Das ist blöd gelaufen. Das ist dezent blöd gelaufen. Ja. Schätze, wir versuchen mal im Spiel weiterzukommen. Ah, nee. Wenn wir schon mal dabei sind, wir reisen gerade echt nur von links nach rechts. Dann können wir auch uns nochmal den ältesten Priester hier angucken. Was aus dem geworden ist. Vielleicht hat er sich mittlerweile verwandelt. Irgendwas muss ja mit dem Wasser noch passieren. Weil wir wissen ja, dass das Wasser, das ist kein normales Wasser.
Ja, und ich meine, hört euch das mal an. Wir haben da eben diese Flötenklänge gehört, die wir bei den anderen auch gehört haben, bei den anderen Adligen. Das ist schon mal sehr verdächtig. Es war so klar. Fünf. Okay, hat sich gelohnt. Sauber. Ich meine, schade, dass er jetzt tot ist, aber sauber. Jesus Christ. Richtig gut. Wie viele haben wir davon jetzt wieder? Acht, okay. Also dieser andere scheint ja nicht tot zu sein. Wir haben zumindest keinen Arm gesehen, der aus dem Pott ragte. Also ist er vielleicht eins geworden mit dem großen Meister. Oder er ist ein Karpfen geworden, ich habe keine Ahnung. Da müsste er irgendwo rumhängen. Und vielleicht finden wir ihn irgendwann nochmal. Sah gerade ein bisschen creepy aus. Und wir werden jetzt den Aufstieg wagen. Wo auch immer wir hier hinkommen. Okay, es hätte auch diesen Weg gegeben. Es geht nach ganz weit nach oben. Holla die Waldfee. Diese Spinner. Habt ihr das gesehen? Ich hab den Blitz gekontert. Das kann ich nämlich mittlerweile. Bin so stolz auf mich. Ich habe den Blitz gekontert. Ist hier irgendwas? Noch einer von diesen Ballspielern, von diesen Blitzballspielern. Ich kriege so down. Auch 1000 Erfahrungspunkte, wow. Da drüben steht noch einer. Einer von denen. Nein! Und ich sag noch, ich kann's doch mittlerweile. Hörst du mal auf rumzuhopsen wie so ein schwanzloses Rumgeschwurbel? Weglaufen ist nicht. Und tot. Ja, die bringen auch echt Erfahrung. Das ist schon. Da ist ein Gecko. Ich denke, da will ich nicht runterfallen. Oh Gott, da oben ist ein Altar. Tropfen Drachenblut. Ich glaube, wir sind jetzt kurz davor, die Drachentränen zu finden. Das sieht sehr danach aus. Das sieht sehr danach aus. Wie heißt das hier? Heiligtum.
Ist das Tomoe? Könnte das Tomoe sein? Alte Drachen des Baums. What the fuck? What the freaking fuck? Guckt euch die mal an, ey. Das ist ja ein bisschen... Die sind alle voll krank. Die haben alle die Drachenfäule. Die sind alle voll verwurmt. Holy shit! Die sehen gar nicht lecker aus. Irgendwas passiert mit denen. Scheiße.
Wie bekämpft man den denn? So! Feuer! Angriff! Der saß leider nicht. Okay, jetzt weiß ich aber, wie gesagt, wie man gegen ihn kämpft. Das ist schon mal ein großer Gewinn. Feuer! Auch wieder daneben. Scheiße. Ist gar nicht so einfach, das zu treffen. Ich find's komisch, dass es bei den... Ich kann es blocken. Ich kann es blocken! Also ehrlich gesagt hätte ich niemals damit gerechnet, dass wir gegen einen echten Drachen kämpfen würden. Okay. Ja, ich kann es blocken. Kannst du not wahrscheinlich auch den benutzen, oder? Ja, ich krieg aber trotzdem Schaden rein. Feuer! Der saß. Jetzt! Spring! Feuer! Du wirst einen Hieb noch überleben. Gib mir deine Tränen! Okay. Schade. Sehr schade. Aber sehr interessanter Kampf und von der Aufmachung her natürlich ultra episch. Puh. Ich weiß nicht, was das hier für eine Frau ist. Das verwirrt mich schon etwas. Das können wir abbrechen. Müssen wir jetzt nochmal gegen diese komischen... Ja. Nicht, wie man diesen Divine Dragon besiegen kann. Letztendlich. Den göttlichen Drachen. Gehen wir mal nach oben hier. Ein anvisieren und dann ein anvisieren und dann ein anvisieren und dann das geht irgendwie nicht. Dann müssen wir auf den springen und jetzt. Sauber.
ist ja der Divine Dragon. Der göttliche Drache. Dass man seine mega fetten Schläge so blocken kann, finde ich schon. Nein! Feuer! Leider daneben. Mittlerweile ist aber auch unsere Haltung stark genug für sowas. Ja. Feuer! Feuer! Warum habe ich jetzt Schaden gekriegt? Power? Ich jetzt irgendwie nicht. Feuer! Wir müssen aufpassen, dass unsere Haltung okay bleibt. Jetzt ist sie aber okay, das ist gut. Da drüben müssen wir hin. Feuer! Richtigen Moment blocken. Ja, das mag er gar nicht haben. Ich halte mich fest. Verdammt. Ja, ein Hit noch. Ein Hit noch und dann kommt wieder die Phase, wo wir nicht wissen, was passiert. Feuer! Ja, jetzt zerfallen die wieder. Ich weiß nicht, muss ich jetzt zu ihm hin oder was muss ich tun? Scheiße. Sie wären da gewesen. Die Bäume wären wieder da gewesen. Okay, dann müssen wir also erstmal die Schläge abpassen und überleben. Und dann kommen wieder die Bäume. Müssen wir auch oft genug. Was passiert hier gerade? Oh, oh, oh. Nein! Das wäre die Chance gewesen. Weg. Nein. Diesmal kriegst du mich nicht. Da vorne. Da vorne. Boom.
gütiges Geschenk der Tränen. Und wir kehren zurück aus dem Reich der Götter mit den Tränen, die das Drachenerbe aufheben können. Oder etwas anderes, je nachdem, was wir wollen. Was für ein epischer Kampf. Erinnerung göttlicher Drache. Eine Erinnerung an den Kampf gegen einen starken Gegner, der für immer im Geist des Wolfs weiterlebt. Die Angriffskraft kann dauerhaft erhöht werden, indem man sich der Erinnerung stellt. Der göttliche Drache, alte Gottheit des immer blühenden Baums. Göttliche Drachentränen. Tränen des göttlichen Drachen, nur die sterbliche Klinge kann das gütige Geschenk der Tränen gewähren. Der Körper des göttlichen Drachen ist ewig und seine Tränen wahren nach dem Vergießen für alle Ewigkeit ihre Form und Feuchtigkeit. Wenn ein Träger des Drachenerbes sie verzehrt, wird die Aufhebung der Unsterblichkeit vollzogen. Ishin! Was ist passiert? Wo ist Kuro? Ishin-sama. Nani ga atta? Ishin-sama wa yamai ni te mimakararemashita. So ka. Sore wo satchi shita no de shou. Naifu no gun ga sono ki ni jouji kono shiro ni seme yosete imasu. Geheimer Durchgangsschlüssel. Der Schlüssel zum geheimen Durchgang aus der Ashina-Burg. Der geheime Durchgang ist am Ende des Grabens in der Ashina-Talsperre unweit des Mondblickturms. Kuro ist durch den Gang aus der Burg entkommen und der Wolf will dort zu ihm stoßen. その終端にある抜け穴に向かってください。クロ様はその抜け穴から城外へ出し、ススキの原であなたを待っているはず。わかった。一心様の命にて、豊かの衆が目印の狼を屋根上に置いています。豊かの狼を辿り、クロ様を追ってください。 Ishin. Dieses Schwert. Hat es denselben Griff wie unsere sterbliche Klinge? Ist das die schwarze Klinge? Ich glaube es fast. Ishin hatte also die andere sterbliche Klinge. Dann ist er vielleicht gar nicht seiner Krankheit erlegen, sondern ist gestorben, als er sie gezogen hat. Denn ich sehe keine Scheide. Schade. Erstmal verbessern wir unsere Angriffsfähigkeit, unsere Angriffskraft. Der göttliche Drache ist ein Gott in Drachengestalt. Er kam einst aus dem Westen und ließ sich in diesem Land nieder. Ein Teil von Ashina ist sehr alt. Der Boden und das Wasser in diesem Land überzeugten die Drachen, hier zu leben. Unsere Angriffskraft ist damit auf 11 erhöht. Wie wir schon wieder nirgendwo hinreisen können. Nirgendwo. Ashina brennt. Die Festung brennt.
Krieg beginnt. Der offene Krieg. Wo ist Genichiro? Wo ist er? Er hat geschworen, dieses Land zu beschützen. Und was passiert jetzt hier? Wir werden es im nächsten Video erleben. Seid mit dabei. Und denkt natürlich immer daran. I want you for an adventure.